Hallo Marius Ebert hier. Wir sind in einer Videoserie über diverse Vollmachten. Und in diesem Video klären wir den Begriff Generalvollmacht oder noch genauer gesagt, wir klären den Umfang der Generalvollmacht. Denn was eine Vollmacht ist, das sollte mittlerweile klar geworden sein und dass man durch die Vollmacht sich einen Vertreter schafft, der in eigenem Namen rechtsverbindlich handeln kann, weil das eine große Erleichterung ist, weil man da nicht immer vor Ort sein muss, sich mehr Freiheiten schafft, aber natürlich auch eine gewisse Gefahr eingeht, wenn zum Beispiel derjenige seine Kompetenzen überschreitet. Was ist nun, wenn jemand Generalvollmacht hat? Dann hat diese Person eine sehr umfangreiche Vollmacht. Wenn wir also dabei an den General denken, als militärischen Rang, ja, der höchste Rang im Militär ist dann ja der General, dann ist das als Eselsbrücke gar nicht verkehrt. Ja, wenn wir sagen General, das sagt mir schon, dass es eine sehr umfangreiche Vollmacht ist. Dann liegen wir da schon ganz richtig. Diese Art der Vollmacht ist gesetzlich nicht geregelt. Keine kleine Zwischenfrage. Können Sie mir eine Vollmacht nennen, die gesetzlich geregelt ist? Antwort: Die Prokura ist im Handelsgesetzbuch geregelt. Die Generalvollmacht ist gesetzlich nicht geregelt. Das heißt, man weiß auch gar nicht genau, wie umfangreich diese Vollmacht jetzt letztlich ist. Wir müssen es also im Einzelfall prüfen. Ja, beim Prokuristen wissen wir ganz genau, was er darf und was er nicht darf. Beim Generalbevollmächtigten wissen wir es eben nicht. Sicher ist aber eins: General, sehr umfangreich, geht über die gewöhnlichen Geschäfte hinaus. Also auch außergewöhnliche Geschäfte. Darf der Generalbevollmächtigte in der Regel ausführen? Bitte hier im Detail prüfen, ob die Generalvollmacht es hergibt. Und wir können eines noch festhalten: Die Generalvollmacht geht über die Prokura hinaus. Wie weit? Wie gesagt, ist einzelfallabhängig, aber in der Regel aus der Praxis, aus der Auswertung der Praxis kann man sagen, Generalvollmacht ist weitgehender als die Prokura. Okay, das war's für dieses Video und zu diesem Thema Generalvollmacht. Alles Gute, Marius Ebert.